hier ist der BMW M3. Das Auto gibt es seit fast 40 Jahren, aber ab diesem speziellen M3 drehen die Fans und das Internet fast durch. Das hat einen Grund. Das ist nämlich der erste M3, wo es ein Kombi gibt. Und für mich ist das der perfekte Grund, um mal eine Liebeserklärung an Kombi generell zu machen. Weil ich finde das Konzept genial. Es ist so einfach wie schlüssig. Man nimmt eine Limousine und hängt ihr einen Rucksack an. Genau das macht BMW beim M3 Touring. In erster Linie ist er eigentlich einfach ein M3 Competition, also ein extrem schnelles Alltagsauto. Mit einem grossen Unterschied: der Platz hinter dem Rücksitz. Ich kann hier Möbel, ein Velo oder zum Beispiel unser ganzes Kameramaterial einladen. Normalerweise, wenn wir so ein schnelles Auto filmen, haben wir ein zweites Auto dabei, ein grosses Auto, wo wir unser ganzes Material reintun. Das haben wir daheim lassen. Ich habe hier Stativ, Licht, Kameras, alles hier dabei. Und das in einem Auto, das in unter 4 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Die Tiefzahl bei der Beschleunigung steht im krassen Gegensatz zu der höheren Zahl beim Platz. Wenn man die Rücksitze umlegt, passen 1510 Liter in M3 Touring. Sein Limousinenbruder hat nur etwa ein Drittel so viel Platz, obwohl er genau gleich lang und breit ist. Und das zeigt für mich, wieso der Kombi einfach genial ist. Wenn ich den Platz brauche, dann habe ich ihn. Wenn ich ihn aber nicht brauche, habe ich keinen Nachteil gegenüber der Limousine. Okay, fast keinen. Der Touring hier ist 85 Kilo schwerer als der normale M3 Competition. Es ist quasi, als hätte ich immer einen rechten Fetzenkollegen dabei. Ja, 85 Kilo hin oder her. Auch der hier fährt sich genau, wie ich ein M fahren muss. Er lenkt extrem agil ein. Und wenn man einigermaßen weiss, wie fahren mit einem Allradauto, dann ist die Kurvenlage wirklich beeindruckend. Man vergisst, dass man in einem 5-Plätzer mit einem Kofferraum voll Kameraequipment hockt. Die Kombination von Platz und Power verkaufen die meisten Hersteller mittlerweile aber lieber in SUV statt in Kombiform. Wieso das falsch ist, zeigt der Vergleich mit dem Cousin vom M3. Wenn ich jetzt anstatt dieser hier den SUV X3M genommen hätte, dann hätte ich ungefähr technisch das gleiche Auto. Okay, der X3 hat 50 bis 100 Liter mehr Platz. Aber er ist 200 Kilo schwerer, er hat einen höheren, also schlechteren Schwerpunkt, er beschleunigt langsamer und er verbraucht einen Liter mehr. Also SUV 0, Kombi 1. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ein X3 ist ein SUV und so mit Geländegängiger, dann sage ich Blödsinn. Mit einem X3M geht man genauso wenig ins Gelände wie mit einem M3. Also der Kombi kann alles besser als der SUV. Und mir ist wirklich wichtig, das zu sagen, weil der SUV frisst den Kombi langsam auf bei den Verkaufszahlen. Und das in einer beängstigenden Geschwindigkeit. Noch vor gut 10 Jahren sind in Europa gleich viele SUVs und Kombis verkauft worden. Mittlerweile hat Sport Utility Vehicle den Kombi um mehr als Doppelte überholt. Natürlich ist auch in der Schweiz der Trend offensichtlich. 2014 ist ein einziger SUV und 3 Kombis unter den 10 meistverkauften Fahrzeugen. Das Bild hat sich komplett gedreht. 2023 hat es 7 SUVs und nur noch ein Kombi in den Top 10 gehabt. Das sind aber noch gute Zahlen, weil Europa ist der Kombimarkt überhaupt. Etwa 2/3 von allen weltweit gebauten Kombis werden bei uns auf dem Kontinent verkauft. In Amerika, dem zweitgrössten Automarkt der Welt, ist das Auto hier eigentlich komplett tot. Dort hat der Kombi nun einen Marktanteil von einem unbedeutenden Prozent. Tendenz weiter fallend. Auch in Asien will niemand Kombi fahren. In China, dem grössten Automarkt der Welt, kommen pro Jahr gerade mal ein Viertel so viele Kombis neu auf die Strasse wie in Deutschland.
Stattdessen werden überall nur noch SUVs verkauft. Und ich finde das extrem schade, weil gerade so spezielle Kombis wie der hier zeigen, dass der Kombi nicht nur besser, sondern auch schöner und irgendwie eleganter ist. Da muss ich jetzt ganz genau aufpassen, wenn ich das formuliere, sonst komme ich nie mehr in BMW zum Testen über. Die M-Modelle und die M3 im Speziellen, die haben einen Ruf für ein gewisses Klientel. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Offenes Fenster, offene Auspuffklappe, laute Musik und 15 Mal am Samstagabend um den Bahnhof fahren. Und wegen diesem Ruf kaufen sich viele Leute eben keinen M3, obwohl sie eigentlich gerne einen hätten. Und ich finde das sehr schade, weil es ist ein super Auto. Jetzt aber mit dem Kombi-Hack ist der Ruf plötzlich weg. Und man kann mit einem M3 Competition einen Geschäftstermin gehen und alles nur wegen dem Heck hier. Für mich ist der Kombi als Alltagsauto unschlagbar. Ob es jetzt ein kompakter Begleiter für jeden Tag oder halt ein 160'000 Franken PS-Monster wie der M3 Touring ist. Die Vorteile des Glashäuschen über der Hinterachse sind bei beiden die gleichen. Natürlich ist das Auto hier ein extremes Beispiel, das ist mir schon klar. Aber es zeigt auch die Vorteile von diesem Konzept sehr gut auf. Man hat praktisch alle Stärken der Limousine mit sehr, sehr wenig Nachteil, aber viel mehr Platz. Und darum ist der Kombi einfach um Welten besser als der leider sehr viel erfolgreichere SUV. Darum meine Bitte an euch, wenn ihr ein Auto mit viel Platz sucht, wenn ihr ein Familienauto kaufen wollt, kauft kein SUV, sondern kauft einen Kombi. Weil sonst sterben Autos wie dieser hier aus.